Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exozockte Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf irgendeine Art und Weise familienadäquat. Das ist die Hoffnung, die der Exos nie aufgibt. Ja, das ist die Hoffnung, die ich tatsächlich nie aufgebe. Ich hatte die Musik heute so ein bisschen bewusst gewählt, weil ich mich gerne selber quäle. Ja, der eine oder andere hat es ja schon mitbekommen, im Stream oder sonst so. Ja, der Exos wartet auf ein Spiel, was musikkategorisch damit zusammenpasst, was wir gerade hören. Ja, ich warte auf Tropico. Es wird Zeit. Ich habe mich echt tierisch gefreut. Und was haben sie gemacht? Die haben verschoben. Also muss ich noch länger warten. Aber wie heißt das so schön? Geduld ist eine Tugend. Mal sehen, ob ich der noch gerecht werde. Ich bin noch schon so alt. Bis ich da rauskomme. Bis das Spiel rauskommt, bin ich schon verstorben. So rum war das. Ja, wollen wir mal schauen. Wie sieht's denn hier aus? Aha, die junge Elfe ist fertig geworden mit ihrem Bad. Fühlt sich leicht verspielt. So, was haben wir denn da? Fantastische Lichtershow. Haarige Gefühle. So, pass mal auf. Du kannst direkterweise da bleiben und kannst mal die junge Dame fragen, ob sie vielleicht Appetit hat auf einen leidenschaftlichen Kuss. Und ob du ihr mal vielleicht eine Rose anbieten könntest. Oder du könntest auch mal aufreizen positionieren. Oder du könntest auch mal die Hände küssen. Vielleicht wäre es auch eine Idee, eine Rose anzubieten. Das nennt man mal... Tja, das nennt man küssensüberfallend. Ja, Kung Fu kann jeder. Knutschu ist die neueste Kampfmethode. Ja, wolle du Rose kaufen? Oh. Ja, super. Gut. Verführerisch sein. Oh ja, sei mal sehr verführerisch. Ja. Der knallt bald der Schädel auseinander. Wenn das so weitergeht. So, wir könnten mal freundlich sein. Wir könnten mal direkt freundlich sein. Tier vorführen. Geschenk geben. Oh, sowieso mit dem Outfit. Das sowieso alles schön und gut. Bürde teilen, Vampire, Angst, dramatisch, sowieso ist alles schön, gut, Kompliment. Wo ist denn die Massage? Selbstbewusstseinsübung empfehlen, Umarmung. Bin ich heute blind oder finde ich das nicht? Tipps für geistige Entspannung, wir waren fast nah dran. Fitnesstechniken, Auswahl. Kognitivitätsmethoden, ist auch eine schöne Idee. Sonniges Wetter, bla, sowieso. Ah, da haben wir es doch. Massage anbieten. Da haben wir so Massage. Wie wär's mit einer Aromatherapie-Massage? Dann hätten wir Lavendel oder Lotusblüten. Lavendel. So, dann biete ihr mal ein bisschen Lavendula an. Mal sehen, ob sie dann Spaß hat, etwas Lavendelisches zu bekommen. Ja, Tisana will mittanzen. Jetzt tanzen sie alle drei da. Tanzen. Ist ja super. Was nochmal hier? Freundlich. Hier. Freundlich. Massage anbieten. Massage, Aromatherapie, Lavendula. Ein Blackoof? Warum nicht? Wäre eine ganz gute Idee. Jo, und schon geht's los. Und er kommt hinterher. Ist ja gar nicht schwer. Nachdem er auch das unten mal gefixt hatte, ne? War ja auch nicht einfach. So. So, sie schmeißt sich auf die Matte. Schwuppdiwupp. Und einmal ruff da. Oh, sie hat ja sogar dieses Tattoo auf den Rücken gehandelt. Guck mal. Bitte Sterne. Ja. Sternenhimmel, Sternenhimmel, oh. Ja. Jetzt geht die Massage los. Oh, dann 6 Liter Öl, dann muss auf da, ja. Damit der OPEC wieder produzieren kann. Das läuft keiner. 6 Liter Öl, damit der OPEC produzieren kann. Leute, wo nehme ich diese Sprüche hier? Ich weiß es nicht. Die kommen da manchmal so her, man.
Ja. Nochmal. Alton, hast du überhaupt keinen Kontakt mehr? Die Dinger, die Finger, die flutschen ja da so rüber schon. Wenn er kurz anstößt, dann bist du schon auf dem Merkur. So schnell flutschen die Hände weg. Hm? Mann. Wenn man daran denkt, dabei der Massage viel hilft, viel, nein, das ist nicht. Das ist ganz schön übertrieben, wie viel darauf kommt. Och ja. Hier ist sie doch. Ich hab's doch gehört. Da flitzt sie. Hast du doch gehört, ne? Die Kleine. Will natürlich auch Aufmerksamkeit, ist klar. Mama, sieht man das Gesicht eigentlich von unten, wenn man da so. Tatsächlich. Tatsächlich. Man sieht das. Können ja mal gucken, ob sie mal ab und zu das Gesicht verkneift. Machen wir mal. Die macht gar nichts. Die zwinkert noch nicht. Ah, okay. Mund wird ab und zu bewegt, okay. Aber die Augen, ey. Schon fast entgeistert. Ein bisschen creepy. Ja, weiß nicht. Ich glaube, ich würde die Augen eher zumachen, wenn man es genießen kann oder so. Ne? Was würdet ihr machen bei einer Massage? Ah, okay. Also, ich wollte schon gerade, jetzt macht sie doch die Augen. So, nee, die ist ja aufgestanden. So. Und ich würde mal sagen, so wie du mir, so ich dir, bietet sie ihnen natürlich auch eine Massage an. Was haben wir denn hier so gerade? Freundlich schön, eine Massage anbieten. Was kann er denn bekommen? Schwedische Massage. Wäre auch eine Idee. Hier geht's doch bis an das schwedische Massage. Ja, warum nicht? Komm mal her. Zeig mal her. Das ist ein bisschen schwedische Massage hier. Ja? Das kommt auf den schwedischen Möbel, kommt eine schwedische Massage. So, einmal Massage vor der Schweden. Jo. Sieht jetzt rein optisch jetzt nicht so viel anders aus, oder? Ja, jetzt wird er mit der Finger reingekrallt. Dann wird einmal so mit der Handkantenschlag hier gemacht. Und weiter? Kommt da noch was oder nochmal reinkrallen? Okay. Man muss ja krallt werden, ne? Ist ja egal, ne? Okay. Nochmal reinhauen mit der Handkantenschlag. Wollen wir mal sein Gesicht gucken? Natürlich, wir sind fair. Wir gucken nicht nur die Dame ins Gesicht, sondern auch den armen Herrn. Aber der eine Auge sieht ein bisschen komisch aus, oder? Die Reflexion da drin, seht ihr das? Was ist das für eine Reflexion? Warum? So hatten wir es. Ja, so, genau. Weil bei der Dame auch so eine Reflexion drin. Aber er macht wesentlich mehr mit dem Mund, aber die Augen sind genauso steif. Mensch. Ja, also wie gesagt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr während einer Massage die Augen eher zumacht, so zum Entspannen, oder ob ihr auch so starr auf den Boden gucken würdet, wenn ihr auf so ein Ding, weil dann habt ihr die Optik, dann sieht das ungefähr so aus. Wenn ihr so durchguckt, so sieht das ungefähr. Oh, kommt. So, du hast auch. Nein, wir gehen noch mal ein bisschen tiefer, höher. Gucken. So sieht es dann halt aus. So. So, das seht ihr die ganze Zeit. Weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so aufregend, oder? Na, ist nicht so aufregend. Naja. Aber die Kristallen im Hintergrund sieht so hammermäßig aus. Das ist schon geil. Gefällt mir, aber ist mir echt ein Genie-Streich gelungen. Sehr schön. Ja, und damit sind beide Elfen verwöhnt. Beide Elfen sind glücklich. Und jetzt ist sie extrem freundlich. Sie könnte jetzt romantisch sein und auch mal ihn einfach mal verführen. Ne? Das könntest du dir mal machen, wenn sie schon mal dabei ist. Ne? Wo ist sie hin? Sie ist schon wieder so schnell hochgelaufen. Da kommst du kaum hinterher. Und schon ist sie am Tanzen. So, pass mal auf, dann machst du das. Vielleicht kannst du besser die Initiative ergreifen, als sie es kann. Boah,
blond oder bin ich blond? Romantik, ist doch richtig. Ewige Liebe, bla, sowieso leidenschaftlich. Süßholzraspeln. Ich bin zu blöd dafür. Sorry. Keine Ahnung. Warte mal, ich kann es nochmal probieren. Verführerisch sein. Romantik. Jetzt hat das. Ja. Also, sehr merkwürdig. Oh Gott, der Move sieht unheimlich aus gerade. Gott, das kann doch keiner tanzen, ne? Plaudern. Irgendwie haut das hier nicht hin. Nochmal. The last try of us, wie man so schön sagt. Mehr Auswahl. Hürde. Kämpfen üben. Das ist freundlich, Entschuldigung. Jetzt war ich gerade selber blöd. So, jetzt. Kästel-Mästel. So. Ach, die sind schon auf dem Weg. Ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen verhämmelt. Leute! Wieso? Also manchmal ist es merkwürdig in diesem Spiel. Und manchmal ist es oft merkwürdig. Oh, das sieht da mit dieser Kuppel da oben genial aus. Ist da ein Eiszapfen dran? Ah ne, ist von der Pflanze, wa? Sowohl sie ja so durchguckt, okay? Egal, lass mal so durchgucken. Jo, jetzt haben wir das Gröbste wieder mal nicht mitbekommen, weil ich mich abgelenkt war. Aber naja, meine Güte. Den Elfen geht's gut. Bin auch am Überlegen, ob ich die Elfen mal zwischendurch mal ein bisschen was Produktives machen lasse. Dann müssen wir mal gucken. Kommt Zeit, kommt Rat, wie es immer so schön heißt. Das kennt man doch, oder? So. Kurz gedöst und schon wieder wach. Ja. So, mit dieser Kameraeinstellung wünsche ich euch alle da draußen einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund, lasst euch nicht ärgern und wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allem dürft, würde ich mich freuen, wenn wir uns dann nächsten Mal wiedersehen. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.